approaches. Sagen wir mal ehrlich, wegen der Belohnung, das nochmal zu machen, das lohnt nicht wirklich. Hier auch erst wieder bei 50.000. Das ist der eh vergessen. Außerhalb ihrer eigenen Runden. Also so Reaktionsangriffe oder was?
Ich nehme mal das. So viel macht das, glaube ich, alles nicht aus. Kommt jetzt drauf an, ob die. Man sollte natürlich dann die Schwäche wählen. Jetzt habe ich große Schwäche auf Blitze. Also wenn die jetzt Blitze als Schwäche haben, ist gut. Na, was geht? Da hat er sich doch nicht entschieden zu laufen. Na, ich glaube nicht. Komm mal. Komm mal weiter mit Blitzen. To betray my customers, I charge extra. Is that it?
noch gar nicht schlecht. Ich glaube aber die 50 werde ich nicht schaffen. Das kann man jetzt noch mal alles wiederholen, versuchen hier 50 zu kriegen. Die man zum Beispiel das Darstellermodell verändert. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich will den DOT auf andere verteilen und dann nehme ich natürlich hier bei denen die DOT und hoffe jetzt, dass es mehr Punkte gibt. Was ist die Legende vom Trailblazer? Da gibt es auch nochmal was. Was ist das? Ach, das ist die. Kann die Geschichte nicht mehr geändert werden? Dann würde ich die ändern. Mal gucken, vielleicht werden es ja jetzt mehr Punkte. Ja, ich schaffe jetzt die 50.000. Ansonsten gibt es ja wirklich nicht viel Belohnung. Wenn man sich das. Die Zeit rechtfertigen würden, sich das immer wieder anzuschauen, immer wieder auszuprobieren. Das ist dann eher. Ausprobieren, um zu gucken. Was welche. Eigenschaften hat. Und Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob es so ein Spiel nochmal in dieser Konstellation geben soll. Und so im alltäglichen Spiel bringt einem das auch nicht viel. Aber hier kann ich mehr ändern. Und hier war ich ja schon bei über 40.000 und habe eine Chance, 50 zu kriegen. Mal gucken, vielleicht. Oder das. Yeah.
Das werden wir nochmal so versuchen. Mit derselben Konstellation und gucken, ob es 50 werden. Es gibt ja nicht viel dafür. Nee, ich sollte mich lieber noch mal ein bisschen mit euch verbunden. Mit meinen Figuren beschäftigen. Also, ich muss das jetzt zu Ende erzählen. Habe ich jetzt schon alles, was neu ist in der V1.2, jetzt durchgebattelt? Jetzt noch die Schätze suchen. Mann, so ein Typ, warum ich hasse das so ziemlich alles? Vielleicht taucht hier noch irgendwo ein Ausrufezeichen aus von jemandem, der eine Nebenmission hat. Die 50 sind gefallen. Haben alle alles gegeben. Nee, das war's nicht. Das hier ist es. Ach komm. Nimm ich doch die Maus. Da gibt's, was ist das? Reliktreste. Ja, da wird's dann interessant. Die 50 sind hier interessant. Und da eigentlich auch. Die 60 dann nicht mehr so.
Ja, mit dem bin ich durch. Aber irgendwie steht immer noch ein Los. Interessant. Okay, los. Legenden von gestern und heute. Okay. Ich klick's an. Ja. Ja, was gibt's hier noch? Okay. Darstellermodell? Nee. Zeitlich begrenzte Belohnung? Nee. Warum war da jetzt noch ein Ausrufezeichen? Ich weiß es doch auch nicht. Jetzt ist es auch weg. Ach, leck mich doch. Was ist das wieder auf? Ich habe noch Begleitermission. Da können wir noch eine machen. Obwohl, irgendwie habe ich auch genug von heute für heute. Die bringe ich jetzt auf 80. Das ist mit Freunden. Ich würde es auf 80 bringen. Immer so eine Denkpause, bevor dann der Controller irgendwie reagiert, ob man das auf 6 setzen kann. Immer noch ein bisschen was. Meinst du mit den 2 Komma raus?
denke nicht. Survive or be destroyed. There is no other choice. Turn it up! You can fight it or rock with it! Also noch mal rein. Jetzt sollte es reichen. Dann ist nur die Frage, ob es dann auch reicht mit dem Geld. Ach, da fehlen dir die Schlüssel. Das machen wir dann nächste Mal mit den Schlüsseln. Fort rechts.